Thomas Pancho ist dabei mit der Startnummer 4, dann Dodo und Gunther Leux, die beiden haben die 5. Die 6 dann Bandit und Jeremy van Eckhoute, Dipsy die 7 mit dem vierfachen Prix d'Amérique-Sieger mit Jos Verbeek und Cornelius mit Christophe de Grote am Start. Der ewige Dritte haben wir vorhin gehört in dem Interview vorhin mit Olga Hülsinger und der etatmäßigen Fahrerin Lara Braun. Heute sitzt also Christophe de Grote in diesem Rennen hinter Cornelius und gilt unter Insidern als Favorit, habe ich mir sagen lassen. Wetten können Sie auf das Rennen natürlich nicht. Also Sie können mit Ihren Nachbarn um das berüchtigte Bierchen wetten oder auch um Stuchen mit einer Tasse Kaffee. Mein vor dein ist da das Schlag. Die jetzt erreicht wird. Immer noch der Vorteil für Chéri und Jean-Charles Ferrand. Der Kleinste im Feld, jetzt mit einem kleinen falschen Schritt, aber der Profifahrer hat ihn schnell wieder im Trab. Jean-Charles Ferrand mit Chéri, dann kommt jetzt der erste Angreifer. Balou ist das mit Thomas Pancho, der hier nach dem geschonten Rennen an der Innenkante jetzt seine Chance wittert und in die Entscheidung geworfen wird. Balou im Vorteil. Dann kommt jetzt außen mit großen Schritten auch Cornelius ins Rollen mit Christophe de Grote. Klappt denn jetzt möglicherweise mal mit dem Sieg? Wird immer Dritter, hat immer den einen oder anderen vor sich, aber jetzt kann es gehen. Jetzt geht er innen an Balou heran, aber noch nicht vorbei. Balou mit Thomas Pancho und Cornelius mit Christophe de Grote an der Innenseite. Alle werden sie hier unterstützt von den Mini-Traber-Fahrerinnen und Fahrer, die hier mitlaufen an der Außenseite und ihre Lieblinge anfeuern. Knapper Zweikampf hier, Cornelius oder Balou, Christophe de Grote oder Thomas Pancho, wer macht's? Und Cornelius ist vorbei. Cornelius mit Christophe de Grote auf den letzten Metern gewinnt hier dieses Mini-Traber-Rennen. Dahinter Balou auf dem zweiten Platz, nicht weiter hinter mit Thomas Pancho. Dritter wird dann Dipsy mit Jos Verbeek. Rang 4 für Darky Motion mit Hannah Huygens, 5. Platz für den Bandit und Jeremy van Eckhoute. Und dann die übrigen 3, Chéri wird 6., Dodo 7. und einer muss Letzter werden, das war in dem Fall der Macho mit Francis Nehring. Tolles Rennen auch hier und ein großes Dankeschön an allen Aktiven für diese spezielle Einlage, die von den kleinen Fahrerinnen und Fahrern, die wir vorhin gesehen haben, lautstark unterstützt worden ist und die ihnen mitgelaufen sind. In 3 Minuten noch bis zur Parade. Ich glaube, das ist eine gute Art, neue Leute für den Sport zu gewinnen und auch den Nachwuchs für den Sport zu fördern. 100%, ja. Christoph, ich bedanke mich recht herzlich, dass du den Spaß mitgemacht hast. Warst du mit Rimmer des Genie zufrieden? Ja, ich musste zu viel tun für den Kopf zu nehmen. Die 8 ist kein. Nein, das war 3 oder 4. Das war nichts zu. Aber es war trotzdem eine sehr starke Leistung, oder? Ja, super. Du wirst dann auch im Monster Rimmer des Genie dabei sein? Ja, normal. Wir sind dabei. Da freuen wir uns auf das Finale im Monster. Das findet in 13 Tagen statt. Das ist dann Samstag. Da muss man mal ein bisschen rechnen. Das ist der 22. glaube ich, ne? Ja, am Samstag. Ja. Also dann im Monster das große Finale der Tour Fossé. Und meine Damen und Herren, hier einen herzlichen Applaus bitte für Cornelius und Christophe de Grote.